So, Musik aus. Spiel an. Guck mal, ich bin wenigstens schon drin, auch wenn wir diesmal, naja, wieder alleine sind erstmal. So, ich habe eine Mission. Diese Mission heißt, ich glaube, wenn ich vorne das als allererstes Erze und sowas mache, wäre es das Sinnvollste, oder? Also Metall und so. Ja, also ich würde halt, ja, würde ich dir empfehlen. Gleich die erste Reihe ist Metall. Die zweite Reihe wird dann, keine Ahnung, irgendwas. Ich arbeite mich jetzt einfach mal so nach und nach durch. Da werden wir dann schon irgendwie ein System reinbekommen. Erstmal. Es gibt halt Millionen von verschiedenen Krallen und so, weißt du. Ist halt auch nicht so geil. Haben wir, ich kann doch nicht sein, dass wir weiter, dass hier kaum irgendwelche Erze rumliegen. Was? Haben wir hier da keine Barren mehr drin? So, und dann kriege ich nämlich nach und nach hoffentlich mal hier ein bisschen die... Oh ja, doch, Silber. Die Silber brauchen wir nicht mehr sammeln. Da haben wir gerade im Moment genug. Ja, ich schaue auch mal, dass ich alles ein bisschen in die Washing-Maschine reinbekomme. Beziehungsweise ich soll ja aus... Ich soll eine Ancient Weapon craften. So, wie crafte ich die? Ja, die Ancient Weapon muss ich auch craften. Das heißt, ich habe ja nur... Veteran... Das wird nicht zählen, Veteran Ancient. Aus Silber. Also wenn ich jetzt einfach mal Silberschwerter crafte, vielleicht am richtigen Table... Die Frage ist, wie kann ich hier irgendwie... Ich kann ja nicht einstellen, dass ich es irgendwie ändere. Nee, wenn ich nur auf L drücke, kann ich sehen, was ich daraus ein bisschen rumcraften kann. Dann mache ich mal kurz... Ist da Platz in der Kiste? Ja. Würde ich mal das hier alles wegpacken. Und nur das eine Silber... lassen. Dass ich wirklich auch nur das Silber gerade einstecken habe. Und dann daraus eine crafte. Und oh, ja, Mann. Damit habe ich's. Damit habe ich die Mission bekommen. Wunderbar. So, ich packe jetzt einfach das auch mal hier rein wieder. Oh Gott. Aber ich muss sagen... Potenzial hat es, das Spiel. Das sind da wirklich noch ein paar Sachen, wo ich mich ja vorhin sehr aufgeregt habe. Es kann nicht, meiner Meinung nach dürfte sowas nie ein Bug werden, dass das zwei verschiedene Farben hat. Und ich habe auch nochmal geschaut, ich habe nichts anderes gefunden. So, aua. So, pass mal auf. Kupferschild, und zwar Erze und Barren. So, Erze und Barren. Ich fange einfach mal hinten an. Da packe ich jetzt das Silber rein. So. Dass jede Kiste hier... Ach, das kann ich gar nicht. Ja, Silber und Kupfer packe ich mal zusammen. Dass wir da immer zwei Erze in einer Kiste haben. Eisen und Stahl passt zum Beispiel auch gut zusammen. So. Habe ich irgendwas zum Essen dabei? Nein, und die vordere Kiste ist einfach mal die Erze. Oder? Ja. So, dann ist es zumindest schon mal ein bisschen aufgeräumter. So, was wäre denn okay, das nächste? Das macht mir Schaden, Alter. Das werde ich verkaufen. Aber warte mal, ich kann es doch... Essen. So, warte mal, G.
Die vordere Seite von den Kisten war immer das mit den zwei Pendöppelchen, gell? Ja. Nein. Nee, nee, du musst die... Mit den drei Pendöppelchen. War die vordere Seite. Dadadadad. Das kochen wir nicht mehr. So. Am liebsten hätte ich halt wirklich gern hier so einen Pfosten dazwischen. Also nicht zwischen den Kisten, sondern so dazwischen. Aber es wird nicht gehen. Es wird wieder nicht gehen, denke ich. Wir gehen mal kurz ins Picture Book, weil wir haben hier eine ja, eins gemacht. So. Goldschild, nee. Geh mal kurz durch, was habe ich denn ein bisschen? Ah, guck mal, einen Wassereimer. Hab ich gerade einstecken. Ein davon. Campfire habe ich noch ein paar einstecken. Sag mal, da kann ich wirklich eins immer so mal kurz off, machen, einfach um es schon mal zu haben. Ich kann die Kamera auch wieder einschalten, hi. Um zumindest eins schon mal drin zu haben. Gibt doch irgendwo die ganzen Wassereimer reingetan, ich hab gerade Wasser gemacht. Einfach so. So, den Container packen wir jetzt auch mal da rein. Die Holzdrohne, ich weiß nicht, was sie mit der Wood Drone ist. Ich hab auch keine Ahnung. So. Oh, du musst ja selbst... Oh, du musst ja alles einmal machen. Selbst die verschiedenen Varianten davon. Okay. Das gibt ein bisschen Arbeit. Ja, ich hab schon gesehen. Sogar die Ressourcen. Ja. Aber hey. Okay. So. Zack, zack. Da ich hab grad fast 1000 Steine einfach so verballert. Ja, ich hier vorhin auch. Also ich habe vorhin auch durchgejagt bis zum geht nicht mehr. So. So, in der zweiten Kiste mache ich einfach Holz und Stein rein. Und da brauche ich, soll ich vielleicht in der zweiten Reihe Holz und Stein. Oder, nee, Edelsteine, hä? Da machen wir Edelsteine rein. In der zweiten Reihe. Edelsteine. So. Und nehme ich, dann gehe ich mal unten rum. Kann man auch machen. 80 drin. Boah, 1000 Kupfer. 1000 Kupferwaren, 1000 Kupferwaren. Also dann schaue ich mal, dass ich trotzdem nebenbei ins Inventar einigermaßen leer bekomme. Ja, Holz und Steine. Ah ne, hier sind Edelsteine. Gesundheit. Entschuldigung. Bitte. Ja. Oh. So, da sind keine Edelsteine. Mal einmal das. Ich sag mal, wenn wir jetzt einmal das Lager ausgeräumt haben, dann haben wir da auch schon viel erreicht. Ja. Das ist wieder ein Edelstein. Dann haben wir endlich mal einigermaßen ein funktionierendes Lagersystem. Ja, guck mal, da ist noch ein Kupferband, den habe ich übersehen. Babam. Wird eh sein, dass ich zum Schluss was übersehe, aber ich schaue, dass ich so gut wie alles mitkriege. Ah, da sind auch noch Barren drin. Kann ich aber hier noch ein bisschen... Was ist das? Titaniumerz? Color Glass, Limestone, Kacke. Amber... Kann man Kacke da durchziehen? Nee, stimmt. Was ist hier? Oh, guck mal, da ist auch noch Silber. Das sieht man übersieht trotzdem ein bisschen was, aber das
wird sich dann geben, wenn wir den Rest aufräumen. So nach und nach. Doch, Kacke ist drin. Wir brauchen 1000 Kacke. Ja, das war mir klar, dass das auch drin ist. Weil jeder Rohstoff ist da drin. Eier kann ich mal rausballern. So. 100 Eier, das geht ja noch. Ja, Eier ist tatsächlich relativ harmlos. Also manche Sachen sind an sich ziemlich harmlos. Andere denkst du dir nur, what the hell? Colored Glass packe ich, weiß ich nicht, Colored Glass. Colored Glass, das ist dieses blaue Glas, gell? Ja, ja, aber wo ich also das mit reinpacke. Kommt. Sand. Vorsichtlich. So, was ist jetzt? Der Kiste noch drin, da ist Essen drin. Da müssten wir auch sowas wie eine Küche bauen eigentlich irgendwo dann. Ach, da oben die Kisten. Holz. Ah, guck mal, da ist nochmal Erz drin. Da ist auch nochmal ein bisschen was drin. Wir haben einfach mehr, als wir denken, eigentlich hier rumliegen. Das Problem ist nur, wir finden es nie. Das ist so unser Problemchen, denke ich eher. So, ich schau mal, dass wir dann heute auch die Pyramide noch fertig bekommen. Dass wir die vielleicht woanders hin machen. Und ich würde gerne mal wissen, wofür die überhaupt da ist, die Pyramide. Aber das werden wir ja dann rausfinden. Also das Sand sind gleich zwei Dinger bei uns in der Nähe. Das weiß ich. Wir haben drei Stück hier direkt vor der Nase. So, das Ungeschmolzene packe ich jetzt mal da rein. Hier habe ich noch... Hier ist nochmal Kupfer und nochmal Silber. Und nochmal Silber. Oh, ich glaube fast, dann brauchen wir... Für die Erze brauchen wir noch die zweite Reihe. Dass ich hier nochmal Erze mache. Barren. Dann mache ich hier nämlich eine Kupferkiste. Kriege ich es dann einzeln hin? Nach Gold. Ja gut, Eisen und Stahl packe ich zusammen. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Hier haben wir dann Silber. Da ist Kupfer. Mache ich hier Gold rein. Aber mal Titanium habe ich doch schon irgendwo gehabt. Hier Titanium. Zack, Titanium. Jetzt habe ich aber keine Kiste mehr. Ich brauche trotzdem nochmal Stahl. Dass ich noch ein paar Kisten mache. So. Weil ich das Eisen auch mal mitnehme und dann noch Stahl draus mache, machen wir mal so. Damit wir noch ein paar Kistchen zusammenbekommen. Weil da werden wir ein paar mehr brauchen, denke ich. So. Ich hab so ein riesiges Ding vor, einfach vor der Haustür stehen. Ich muss jetzt auch gerade mal ein bisschen hier mal durchcraften, sehe ich gerade. So. Anubis, komm mal runter, gib mir deine Förderbänder. Was willst du mit den Förderbändern? Die sind doch Kacke. Ich tausche Kacke. Die Förderbänder sind doch blöd. Haben die doch vorhin alles abgerissen. Ja, das ist aber das Einzige, was an den Förderbändern blöd ist. Sonst sind die eigentlich gar nicht so kacke. Ach, Holz brauche ich dafür noch. Dann nehme ich Holz mit. War. Jetzt habe ich irgendwo in eine Kiste geschmissen. Ich hatte doch vorhin voll viel Holz. Wo habe ich denn das hin? Da. Nehme ich mal 200 Holz. Ach, also das Inventarsystem und alles ist echt geil. Also ich kann da nichts sagen gegen das Inventarsystem. Aber was mich halt immer noch... Weil ich halt doch ein bisschen auf Optik mitschaue.
Es triggert mich halt einfach, dass es zwei verschiedene Farben hat. So. Nehme ich mal mit. Kann ich die Edelsteinchen da oben reinlegen. Bald können wir dann auch die Kisten von hier unten mit dazu nehmen. Steinvorkommen wäre geil. Bei uns auf der Base, ja. Ja. Das wäre geil, aber haben wir leider nicht. So. Ich hoffe, das passt. Ja, das passt. Wunderbar. Und da mache ich jetzt den hier hin. Ui. Dat. Und das sind jetzt Edelsteine. Zack. Limestone. Cool. Die Fläche. Da haben wir aber nicht so viele, da können wir zwei, glaube ich, zusammenpacken. Das mich nervt, dass der Anubis da oben rumfliegt, der jedes Mal der scheiß Schatten um meinem Base ist. Ja. Anubis, verpiss dich! Der fliegt bei dir rum? Der bewegt sich bei mir oben im Himmel. Ja, das schon, aber ich hab den seinen Schatten nicht, ich hab nur seinen Schatten von der Insel. Ja, den meine ich. Ach so. Das ist der, wo mich so hart triggert. 2500 für Stein, alles klar. 2000 was? 2500 für Stein. Zack. So, nochmal ein bisschen Stahl. Vielleicht kriegen wir noch einen hin. Noch ein, zwei Stahlkisten. Ja, eine. Genau eine bekommen wir noch hin. Zack. So. Okay. Ich hab so viel Fleisch, ey. 1000 Bioethanol. Bearschen. Okay, das ist viel. Weißt du, wie teuer Bioethanol zum Herstellen ist? Ja. Ich mache selbst Bioethanol. Mittlerweile, apropos Bioethanol, kann ich auch mal einsammeln, gratis Weizen. Wieso ist die jetzt auf einmal Level 5? Die war vorhin Level 3. Levelt das Ding? Guck, das geht bei mir nicht, dass der so rumfährt. Warum nicht? Weil der bei mir über den Zaun fährt. Bei mir fährt er zielgerichtet genau immer aufs nächste Feld. Na, ich wahrscheinlich zu wenig Felder. Der fährt ganz genau zielgerichtet aufs nächste Feld immer. Der schaut auch hier das Feld an. Und fährt dann dorthin. Aber so richtig massiv zielgerichtet. Warum, kann ich dir aber nicht sagen. Warum das bei mir geht und bei dir nicht. So, machen wir nochmal ein bisschen davon. Dann können wir auch noch ein bisschen Bioethanol machen. Und ich muss mal kurz was essen. Gut. Warum ist der als Usable Item? Okay, ich habe keine Ahnung, warum der unter Usable Item ist. Ich gehe nochmal rauf, stell schnell die Kisten hin und dann mache ich vielleicht mal Krallen. Eine Reihe Krallen, weil davon gibt es so viel verschiedene, dass wir eine Reihe Krallen machen. Vielleicht. Alter, 1000 von diesem Steak. Von diesem Schmorbraten. Ich hab's gesehen. Es ist unglaublich teuer. Ich hab mal so ein paar Sachen gemacht jetzt. Ich hab halt von jedem, was ich schon habe, eins reingeballert. Das heißt, du tust jetzt unheimlich stark leveln. Ich? Also, nee, wenn du diese Dinger machst. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
fallen. Zack, zack. Dann habe ich noch einen Edelstein. Keine Ahnung, das Blaue hier ist was Blaues drin. Zack, dazu. Eisenbarren habe ich noch gebraucht, gell? Für Schilder. Ja. Ach, scheiße. Kein Eisen mehr. Ist alles zu Stahl gemacht. Obwohl es Kupferschild heißt, brauche ich Eisenbarren. Ja, das ist auch ein bisschen komisch. Ja. Jetzt finde ich es nicht mehr. Wo war es denn? Ach, das war an der anderen Werkbank hier. Das war an der hier. Oder? Ja. Chest leer. Mach ich nochmal drei. Chest leer. Derzeit sammle ich mal das die... Essen drin. Die Krallen ein. Ich zwei Federn. Noch ein... So. Wenn's, wenn's nicht ist, mache ich Krallen und Hörner draus. Ding für Anubis, zack. Da habe ich nichts. Eieiei, wie viele Krallen nichts. Es halt gibt. Ich glaube, da reichen schon ein paar. So, da können wir die Zähne verblasen. Da können wir die Feder reinschmeißen. Die Knochen. Ich glaube, ich kann Krallen und Hörner draus machen. Ah, ne, können wir ja, dann machen wir Krallen und Hörner draus. Zack, zack. Dat, 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 dat. 1000 Kupfer, 1000 Iron, 1000. Oh ne, Alter. Von allem so viele? Ja. So, da auch nochmal. Aber du kriegst halt mehr Erfahrungspunkte, wenn du den Scheiß machst. Ja. Wobei es kann auch sein, dass es nur einmal ist. Da steht nur plus 10% EP. Plus 10 EP. Da steht nicht Prozent. Ja, schon klar. Aber du kannst, du kriegst mehr, wenn du, sagen wir mal, das alles abfarmst. Ja, gut. Du kriegst pro Farming, kriegst du ja dann die XP gut geschrieben. Ja. Das hab ich gemeint. Jetzt geh ich gerade durch den ganzen schon, ja. Salat mit Kisten durch, wo ich hab, Alter. Ja, ich auch gerade. Außer Metalle nehme ich, schmeiß ich alles neu. Ja, ich nicht. Ja, weil ich ja für uns sammeln. Ich würde sagen, du bist ja bei uns in der Base und ich nicht. Wer weiß, was wir da noch alles brauchen. Och, ich gehe nachher eh mal komplett neue Leute kicken. Also neue in Dungeons rein und alles. Aber ich schmeiß jetzt nicht zum Beispiel sowas weg wie komplette Eisenbahngeschichte oder sowas. Ja, da ist noch Sulfur. Ach, Wolle. Piepwolle. So. Dann. Nee. Ja, ich hätte gern noch sowas wie eine Küche. Eine Schmelze. Hätte ich noch gern gebaut. Weil ich denke gerade, wenn ich mir so das Inventar anschaue, dass wir viele Sachen einfach doppelt und dreifach in den Kisten rumliegen haben. Und dadurch einfach auch wenig Platz haben, weißt du? Dass die eine Sache von dem einen Ding hier und da drin liegt. Weil es jetzt immer in meinem Inventar ziemlich gut zusammengesteckt wurde. So. Dann mache ich hier aus dem Schild Krallen und Hörner. Krallen und Hörner. Sind die ersten beiden Kisten Krallen und die letztere, die hinteren Kisten dann Hörner. Schaut auch gut aus. Und Sulfur habe ich auch noch mal gefunden. Das kommt hier rein.
Dann, so, ich mach das jetzt. Knochen und Fell. Also, ich muss die Schilder erst holen. Okay. Raus. Da hinten. Zack, zack. Zack, zack. So. Jump. Gleich wieder weiter brutzeln. Und ich kann doch hier auch irgendwas brutzeln, oder? Jo. Und das nehme ich mit. Und da gibt es jetzt ein Spiegelei. Ah, wobei, ich mache erstmal das hier. So, good morning. Hope you are well. Yes. Hey, Piros. All fine. And you? So, haben wir da jetzt noch was? Nee, gell? Okay, Knochen und Fell, würde ich sagen. Ich hoffe, ich ruckel gerade nicht. Nee. Gerade mal ruckelig ausgeschaut irgendwie. Knochen und Fell. Hier ist nix. Fell. Es ist ja schon cool, dass es so viel Verschiedenes gibt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, weißt du? Mhm. Wenn du dann zehnfach das Fell rumliegen hast, weil es in sämtliches Zeug aufgeteilt ist. Ich habe gerade meine Kisten geräumt. Ich habe jetzt eigentlich nur noch fertige Sachen, die ich fertig gemacht habe. Also die ich schon gebaut habe und Metalle. Sonst nichts. Alles einmal weg. Alles mal schon in das Playbook reingeschmissen. Hm. Und da bin ich schon ziemlich weit. So, jetzt kann ich den Scheiß, was ich nicht mehr brauche. Also das, was ich jetzt noch in den Dash habe. In der Dash habe. Die Würstchen zum Beispiel, das da kann ich raus. Das da kann ich raus. Nee, Kacke, die Kacke, die Kacke, die Kacke. Ist, die kann man auch nochmal weg. So. Das weg. Knochen, dann haben wir gleich alles hier einmal, da dauert's. Oh, ich sag mal, ich hab hier noch was gesehen, nochmal. Ach, das war Colored Glass, ich hab noch den Edelstein. Das weg. So. Apfelsamen weg, weil die schmeiß ich noch nicht durch. Ach, die Würstchen brauche ich wieder. Warte mal, Edzard, was wollen wir? Achso, ich wollte oben. 26 Würstchen im Moment. Knochen und Fell oder Fell und Knochen. Egal. Kacke. Aber die Würstchen musst du nicht entdecken, ne? Das nee. Ist mal wieder. Nee, das ist. Ach, Brot habe ich gerade gesehen, sollte man entdecken. Rot. 1000, ja, das ist Kiki. Fell und Knochen. Das ist Kacke. Ah doch, Würstchen musst du auch. Die blöden Muscheln musst du auch. Mhm. Alles halt. Milch, Pfeffer, Salz. Alter, einfach alles, ist doch cool. Pilzsuppe nehmen wir die Pilzsuppe mit. Was haben wir jetzt noch dabei? Nichts mehr. So, ich habe jetzt schon mal ordentlich raufgeräumt. Ich hoffe jetzt mal, dass ich die mal leer machen kann. Damit ich sie abreißen kann. Oh, da war noch Leder drin. Ich nehme die mit und dich mit. Da auch. Und ich ziehe mal schon durch die. So, dass wir nicht so viel Müll dabei haben. Das bringe ich mal kurz wieder rauf. Max 14, so. Oh, da war auch noch. Das ist alles okay. Fell drin. Das ist auch alles okay. Und dann gehen wir mal rüber. Halt, wir nehmen auch schon die Eimer Wasser mit. So.
So. Baumaterial. Baumaterial. Boah, Wassereimer auf Max. Du hast die Wassereimer auf Max? Ja. Wiederhole den vollen Wassereimer auf Max. Ja, kann man machen. Ja, kriegst du ja locker hin. Wieso? Ja, du hast ja Brunnen da. Guck mal, ja. Du hast 25 leere Eimer. Schmeiß die durch. Ach, es sind nur 25 Eimer. Ja, schmeiß die 25 Eimer durch. Dann hast du schon mal die Eimer auf Max, die leeren. Ja, okay. Ja, wenn das nicht mehr ist, dann ist es. Nein, ja. Nein, 25 volle Wassereimer und 25 leere Wassereimer. Ja, dann ist es ja echt überhaupt kein Problem. Warte. Das haben wir ja, hat man ja wirklich gleich. So. Den Monster Prisma sind es auch plus 200, sind es auch plus 100 Stück. Der leere Wassereimer sind es 5000 und der letzte sind es 10.000. Ach so, ich hab gedacht, du hast es schon ganz voll. Der volle Wassereimer sind es plus 25. Okay. Also halt überhaupt ruckzuck passiert. Ui, ruckel. Okay, muss nur finden, wo der ist. Die Workbench. Sind einmal eine, einmal 500 und einmal 1000. Die Frage ist nur, wo ist der Wassereimer? Bei dem Hammer drauf. Erste Seite. Ach, der ist da. Oh, okay. So. 20 Putz. Geht der ruckzuck? Putz. Hätte ich die anderen auch noch reingeschmissen. Beim Lernen ist heftig. So, und dafür kriegen wir erstmal einen Skillpunkt. Und die Frage ist nur, welchen Skillpunkt nehmen wir noch? Leo ist gut jetzt. So, ich gehe jetzt ein paar Sachen klatschen. Kurze Frage, man kann crouchen? Was? Man kann crouchen? Keine Ahnung. Du kannst dich... Also ich habe eine Maus mit mehr Tasten. Ich kann mich sogar wegwälzen. Ausweichen. Ich sehe gerade unter Living. Kann man hab auch... Ich. Da habe ich noch gar nichts. Habe ich nicht. Unter Living. Mache ich gleich mal ein bisschen was mit. Ja, wir die haben... Die ersten zwei habe ich. Und das mit dem Beil und das mit der Axt habe ich auch. Das... ich bin bis jetzt alles nur auf Basic gewesen. Nö. Angeln habe ich nicht, aber Geld könnte ich machen. Geld. Ich habe jetzt wieder ein paar Kisten. Die Frage ist nur, was packe ich in die nächsten Kisten rein? Das Feuer könnte man mal machen. Magie. Und hier ist Lifesteal. Ne, machen wir Magie Lifesteal oder machen wir hier? Ja, Magie habe ich tatsächlich nur das eine gemacht, meinen schönen Schuss, den ich relativ oft einsetze. Skillfighter. Okay, ich habe eigentlich eh nicht genug Kisten. Aber könntest du die bitte mal vielleicht zusammenstecken, das wäre voll top. Das eine ist Dry and Wetteran Kiste und... Nein, der kann's ja nicht zusammenstecken. Wie viel Platz habe ich gelassen? Immer so ein Quadrat, gar. Also hier. Hier sind die zwei. Ich muss die drei nehmen. So. Zack. Dann gehen wir auf die Dungeon-Suche. Ist eigentlich ein Fahrzeug dabei? Natürlich nicht. Mal gucken mal. Passt sogar. Ist Gold. Die Frage ist nur, was stellen wir da hin? Oder was packen wir da rein? Du hast genau zwei Leben mehr wie ich.
Du hast 302 und ich habe 300. Ich weiß nicht, warum ich 302 habe. Welches Level bist du jetzt eigentlich? 27. Ja. Hast du aufgeholt. 28. Ja, du hast aufgeholt. Ich glaube, deine Katze möchte was von dir. Ach, wann will die mal nichts von mir? Was packe ich denn da jetzt rein? Fisch, du hast maximal 10, also nehme ich die 10 Fisch mit. Was, Leo? 25.000 fehlen mir, oder? Ja, richtig. Ich mach Federn und sonstiges Monstergedöns, weil wir irgendwelche anderen Hörner auch noch gibt und so Elfenbein und so Zeug. Hätte ich mal gesagt. Dann ist das Kleinkram hier mal noch mit weg. 1, 2, 3, 4. Federn. So, hier ist noch Horn nochmal. Hier schon da die Erze. Hier Elfenbein, Federn. Habe ich die Kiste jetzt? Ja, die hatte ich schon. Ich habe nochmal Knochen gefunden. Bei Federn haben wir gar nicht so viel. Tatsächlich, was ich sogar begrüße, dass wir mal von was nicht so viel haben. Weil bis jetzt haben wir auch kaum Federn gebraucht oder so gut wie nie. Ja. Tust du? So, dann machen wir die jetzt auch mal weg. Federn und sonstiges Mobgedöns. Geh hoch in dein Bett. Okay, gute Nacht. Doch nicht du. Nicht? Oder oh, du schade. Auch. Ich auch. Ja, doch, Bett. Yay, schlafen. So, Federn und sonstiger Mob Loot. So, Federn. Zweite Kiste bringen. Sonstiges Mob Zeug rein. Und Knochen waren hier. Ne, das waren dann hier. Gut, dann habe ich jetzt aber keine Kisten mehr. Hier drüben tendenziell würde ich gern Holz oder sowas hinpacken. Aber dann haben wir jetzt keine Kisten mehr. Außer ich schaue mal, dass ich die unten ein bisschen aufteilen kann. In die verschiedenen Kisten. Also dass ich jetzt zum Beispiel einfach mal hier nehme, Take All. Und hier jetzt mal alles reintue, was kein Holz ist. Dann kriege ich nicht automatisch eine Holzkiste. Sozusagen. Take all. Oh, geht schon nicht mehr. Ich das erstmal in die anderen Kisten reinpacke. Boah, Alter, hörst du auf mit deinem scheiß verfickten Pfeil auf mich zu schießen. So. Dann könnte das vielleicht nochmal hier funktionieren, dass wir das so einigermaßen hinbekommen. Dass ich hier irgendwie noch das Holz zumindest nach oben bekomme. Weil tatsächlich würde ich gerne gerade nur ungern aufhören aufzuräumen hier, das Lager. Weil wir wieder keine Kisten haben. Das wäre halt nicht cool. Aber wenn wir es müssen, dann müssen wir es zum Schluss. So.
Oh, schauen wir mal. Ach, übrigens, bei denen kannst du einfach nichts abreißen. No. Bei den Goblins. Schade. Schade, schade, schade. Überlegen, bist du ein Goblin, denkst du, bist voll der King, Alter. Dann kommt einer und schlägt mit einem Beil aufs Genick und du bist tot. Das tut, aber ich weiß nicht, warum die dann sterben. Das tut doch nicht weh, wenn sie mit einem Beil aufs Genick haust. Da zuckt man höchstens auch mal, oder? Ich hau den nicht da oben gleich einen ins Genick, nein. Dann nehme ich mal hier das Holz mit, dann kriegen wir nicht hier auch wieder ein bisschen mehr. Ein paar Dinger habe ich ja schon. Yep. Oh, schau mal, die ist auch leer. Also die ist auch fast leer, die können wir auch mitnehmen. Zup. Ah, hier ist noch Holz. Gut. Okay. Ich denke, soweit haben wir alles. Wir könnten aber auch mal die normalen, einfachen Kisten, die wir jetzt da unten mal mit weg haben, auch mal mit herstellen, dass wir die Stahlkisten noch mit hinbekommen. Zack. Zack, einfach mal irgendwo hingestellt. Weil dann nehme ich die trotzdem mit, dann können wir da noch ein bisschen weitermachen. Bist du ein Steingolem? Nein, bist kein Steingolem. Also der Steingolem war jetzt halt eigentlich nicht so schlimm, gell? Nein, ich fand den Drachen schlimmer. Ja, der Drache war schlimm. Da oben ist ein Dungeon. Der Drache war nicht geil. Der war richtig geil, also der hat mir richtig Spaß gemacht, den zu killen, Alter. Ja, das schon, aber ich meine, der war nicht geil als Gegner. Der hat dich nämlich ganz schön nass gemacht, wenn du wolltest. Oder wenn du nicht aufgepasst hast. Aber ich fand das lieb besser, als wenn du irgendwo hingehst, einen Schlag reinmachst und das hie. Ja, ich glaube, das wird schon noch ein bisschen krasser werden, wenn du mal so rechnest, wie viel wir es leveln können. Und das Spiel ist ja massiv auf Farming ausgelegt. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Das ist ja wirklich massivst auf Farming ausgelegt. Also könnte es passieren, dass auch... Ja. Das auch aufs Farming ausgelegt ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da oben ist ein Dungeon, da gehen wir doch glatt hin. Wieso bewacht eigentlich jeder Dungeon-Eingang ein verschissener Bär? Weiß ich nicht, warum kriege ich die Tür hier nicht weg? Drei Kisten mit Holz, denkst du, das ist in ausreichend schon, oder? Ja. Ach, verpiss dich, Bär. Geh ich mal auf den Sack. Oh, Level 9er. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, nämlich, wenn ich das jetzt halt hier so hinpack. Dankeschön. Und renn in die gute Stube. Holz. Das ist halt mega nah da dran, weißt du? Fällt mir gar nicht. Ich pack das eher oben auf die zweite Etage. Was ich auf die Seite baue, dann oder mach, weiß ich noch nicht. Müssen wir halt mal raufspringen, aber das wäre jetzt nicht so schlimm. Ist es die Seite mit den drei Dingern? Jo. So. Natürlich muss ich es falsch rum aufbauen. Zack. Zack. Wenn ich hier das Schild ans Ende stelle. Statt vorne? Ja, komm, ich stell's trotzdem vorne hin. Trip. Irgendwie. Rip, wie komme ich da hoch? Keine Ahnung. Okay, der Dungeon ist langweilig. Holz. So.
Wir haben auch überhaupt nicht viel. Also Holz haben wir ziemlich viel. Da brauchen wir uns wenig Gedanken machen. Ja, ja. Bis ich wiederkomme. Die erste Kiste ist voll. Jo. Das ist ein paar tausend Holz. Ja, bis wenn Sven wieder da ist, dann hatten wir Holz. Dann ist eigentlich brauche ich das Lager doch eh nicht bauen, weil du es leer räumst, oder? Ja. Yep. Warum mache ich mir dann überhaupt die Mühe? Damit es schöner aussieht, damit deine. Damit die Zuschauer Kisten dann leer sind. Haben. So, dann gucken wir mal, was wir noch jetzt unten in den Kisten gerade wegen rumliegen haben, was wir da reinbauen können. So Kochzeug hätte ich sehr gerne lieber halt in der Küche. Mit Kisten dann drin. Als irgendwo hier separat. Ich kann Baumaterialien. Einmal kann ich Stroh noch machen. Und da kommt er wieder und beklaut mich, Alter. Echt ohne. Stroh und Baumaterialien. Also. Platzierbare Objekte. Ich glaube, ich nenne es platzierbare Objekte. Das ist sinnvoller. Sachen machen. So, Stroh. Ich hoffe mal, dass ich das dann noch hinbekomme. Stein auch noch, aber da haben wir jetzt momentan eh gerade nichts. Also würde sich das auch nicht so lohnen. So, Stroh. Aber mal das nehme ich noch mit. Hier ist kein Stroh mehr. Hier ist noch Stroh. So. Das ist Platzierbares. Das ist Platzierbares. Platzierbares. Und jo. Habe ich in die geschaut? Ja. So, mehr Skelett, ich zerleg dich. Ich muss trotzdem noch mal. Wir brauchen definitiv noch ein bisschen Hilfe. Hilfe. Jetzt. Noch ein bisschen Gedöns. Cool. Zack. Dann mache ich jetzt hier das Stroh rein. Weil wir eh keine Kisten mehr haben. Und auch kein Eisen mehr für ein Schild. Ich mein Schild aber, ja. Da müsste ich dann einfach mal schnell in die andere Welt rübergehen. Hier sind aber, glaube ich, auch nicht mehr so viele Stahlkisten, ne? Beziehungsweise oh, ich hab Syndrom gefunden. Andere Kisten reinkrieg, ha? Oh, ich hab praktisch Syndrom gefunden. Was? Ich hab Syndrom gefunden. Ach so. Warte mal. Krieg ich die vielleicht noch leer? Jo. Müssen nur Essen drin. So. Gut, dann stehen wir hier unten. Keine Stahlkisten mehr, die stehen jetzt dann alle oben. Und ja gut, hier ist halt eine brennende Kuh. Brennende Kühe, die haben den Sinn ihres Lebens verstanden. Die werden von ganz alleine zum Burger. Zumindest wenn die Kuh sich selbst anzündet. Hat sie die Entscheidung. Das ist dann eine getroffen. Barbecue? Genau, das ist dann ein Barbecue. Eine Barbecue. Ohne Scheiß, zündet sich hier einfach eine Kuh neben mir an. Voll verwirrend, ist auf einmal eine brennende Kuh neben dir. Okay, dafür habe ich keinen Platz mehr. Ich habe jetzt hier, oh, Sulfur habe ich noch. Schafswolle. Bauxit. Ach, das habe ich auch noch gar nicht. Okay.
Petal der Fleur. Ich habe ein Petal gefunden. So. Was haben... Ach so, Baumaterial. Das ist perfekt eigentlich für hier drüben. Baumaterialien und so. Das kann ich hier perfekt hinpacken. Platzierbare Objekte und Baumaterialien. Ich könnte noch die Kiste auch richtig rumtun. Das wäre auch noch eine Idee, ja? Ach, davon ist auch ein Dungeon. Dann packe ich das... Oh, da ist ein Krokodil davor. Das Zeug nämlich hier rein. Ach gut, das ist der Dungeon. Ich habe schon gedacht, das wäre ein anderer. Vielleicht in die hintere Kiste so Zeug? In die vordere so Zeug. Dann muss ich jetzt aber trotzdem nochmal, würde ich sagen, oder an sich, gehen wir jetzt noch einmal rüber, holen ein bisschen Eisen, damit wir Schilder machen können. In die andere Welt. Alter, ich bin in so einer Mine. Ja, ein bisschen Eisen will ich noch haben. Nicht viel, aber ein bisschen will ich mir noch holen. Damit wir da noch ein bisschen Stahlkisten vielleicht jetzt nicht unbedingt zwangsläufig. Weil das Lager schon ziemlich weit ist und unten fast nur noch Essen ist. Und es zur Hälfte gefüllt ist. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben im Sachen bauen. Von dem. Frag mich aber nicht, wie ich da drauf komme. Ich könnte aber auch hier einfach mal so ein bisschen den Turm jagen in der Zeit. Weil das ist ja auch so eine Sache, die wir brauchen. Dann sollen die hier mal ein bisschen hantieren und arbeiten und ich jage mal einen Turm. Wie, du jagst einen Turm? Ja, wenn du einen Eimer abbaust, ist er ja woanders auf der Karte. Ja, ja, das muss ich auch gleich machen. Das meine ich mit, ich jage den Turm. Meiner hat gerade einen Stein gerammelt. Du lachst, ich meine das ernst. Er hat sich gerade mit dem Stein vergnügt. Ich habe doch mein Schwert vorhin erst repariert, hey. Hier wäre noch Gold. Schupp, meins. Einmal das hier weg. Limestone. Du nervst! Du Scham. Bauxit. Ich brenn. Rare ich bin Metal. Feuer und Flamme für das Spiel. Rare Metal. Redstone. Ja. Greenstone. Eigentlich wollte ich hier nichts mehr einsammeln gerade, aber was mache ich gerade? What the hell? Wo habe ich ihn jetzt auf einmal hingeschossen? Ich klopp da jetzt einfach das Gold hier. Nein, doch nicht. Hm. Während der Goblin-Schamane gerade durchdreht. Das hier. Das hier. Oder mal ein bisschen Platz. So. Bisschen Gold noch holen. Das haben wir da Pfähle, nur eine, die können wir wegschmeißen. So. Knochen auch rauskicken. Dann haben wir hier Silber.
25. Da läuft Erz weg. Nein, das brauchen wir. Das Gold brauchen wir auch. Von mir ist gerade Erz weggelaufen. Was gibt ein Holz? Holz 3 oder 27, kann man auch mal rausschmeißen. Dann haben wir hier das. Reparieren wir mal kurz unser Goldschwertchen. Eigentlich brauche ich das auch nicht mehr, das kann man auch wegschmeißen. Kupfer brauchen wir noch, Stein, haben wir Stein, Stein, Stein. Ach komm, schmeiß mal Stein raus. Hm? So, weil dann kriegen wir hier auch noch ein bisschen Gold gerade einfach mal mit hin. Weil Gold haben wir auch gar nicht so viel. Und dann würde ich mich mal, weiß ich nicht, mache ich einfach mal unsere Dungeons einmal durchlaufen, die wir auf unserer Startinsel haben und dann auf der nächsten Insel, dass ich mich so nach und nach mal den Dungeons ein bisschen weitermache. Wäre eine Idee. So, was brauchen wir? Eisen. Hier wird ja schon Eisen abgebaut. Kristall muss ich noch suchen, okay. Okay. So, klopp mal ein bisschen mit. Welche Inseln hast du bei dir im auf deiner Welt? Einmal eine grüne, zwei Vulkaninseln und eine Eisinsel. Warum? Vulkaninseln? Mhm. Voll cool. So, ich klopp da einfach mit, ist mir egal, dann wenn wir einfach ein bisschen was haben. Dann gucken wir mal, was kommt nach Gold, Picke? Platin. Ja, okay, und das haben wir noch nicht mal irgendwo gefunden. Ich habe schon 5 Barren Platinum. Ich glaube, da muss ich dann mal auf eine neue Insel oder so wieder, weil hier war noch kein Platin, oder? Nee. Ich weiß jetzt nicht, woher ich das Platin hatte. Ich hatte bei mir auf einmal Platin drin. Ich weiß auch nicht, woher die das haben. So, einmal neu craften, bitte. Wie viel Eisenerz haben wir? Ja, und dann hier plus das, was da noch rumliegt. In dem Container. Haben wir wieder ein bisschen was. Dann nehme ich das Kupfererz von da hinten auch noch mit. So. So. Tschüpp. Aber die Ausdauer dauern. Weißt du, was mich interessieren würde, ob hier ein anderer Gott auf der Insel hier oben ist? Dann schau doch nach. Ja, das glaube ich ist auch eine Sache, die ich dann machen werde als nächstes. Mal. So, in der Desert Valley haben wir ja noch gar kein Dungeon gemacht, oder? In Desert Valley weiß ich nicht. Dort, ich guck mal kurz. So. Ja, diese eine Seite gefällt mir schon massiv gut. Wir haben noch das Loch da drin. Ich weiß noch nicht, wie ich mache, dass wir einen Gang nach unten reinbauen. Weiß ich zumindest noch nicht. Aber da wird sich auch was finden. Wir brutzeln jetzt mal das Eisen alles durch. Hier mal 100 Eisen und hier mal 100 Eisen. Genauso wie das Kupfer. Können wir auch gleich mal durchbrutzeln mit.
Warte, ich komm gleich auf, du Arschloch. Schießt der auf mich mit dem Pfeil? Wir haben oben auch noch ein paar Erze, die brutzeln wir mal alle durch. Mama, der Mann mit dem Koks ist da. Gibt's irgendwie sowas wie Blumenbeete? So Blumenkissen? Für was? Ja, als Deko. Muss mal gucken. Ich denke, sowas habe ich nicht gesehen. Ich weiß noch nicht wo. Müssen wir mal schauen. Weil das wäre auch cool. Um hier, momentan ist ja alles grau in grau hier oben oder ziemlich grau. Wenn wir damit noch ein bisschen Farbe reinbringen würden in die Stadt. Was ist das? Aluminium. Sag ich doch. Aber ich glaube, das war das nicht mit Bauxit? Ja, ja, das ist mit Bauxit. Platinum. Das wäre das nächste. Und aus Platinum brauchst du einfach nur Titan. Titanium. Das haben wir ja schon. Batterien. Achso, nee, doch. Für Titanium. Ach nee, das ist ja wieder was anderes. Ich war falsch. Platinum Ingot. Herstellung aus Platinum. Ja, das haben wir nicht. Crafting Facility. From World Level 5. Okay. Von der Level 5er Welt bekommen wir das. Ich weiß gar nicht, welche Levels unsere Welten sind, die wir haben, gesehen haben. Oder die wir haben. Müssen wir mal gucken. Ich habe nichts gemacht, aber trotzdem habe ich Erz. Stimmt, Bauxit, das kann ich ja einfach dann mit zu den Erzen und sowas legen. Wenn ich da noch was habe. Aber ich glaube, ich habe das ganze Bauxit im Inventar. Weil so viel war das gar nicht, was wir bekommen hatten. Ich gucke mal nochmal durch die Kisten gerade. Nee. Nö. Wir haben nicht viel Bauxit. 23 gerade mal. Ist nicht viel. So. Titanium. Tschup. So. Oh, wie ich Bogenschützen hasse, Alter. Ach, du auch. Kann ich hier gerade was herstellen oder habe ich das irgendwo gelagert? Das habe ich irgendwo gelagert. Okay. Tschup. So. Dann mache ich das Wassereimer-Ding noch. Und damit ist es schon auf Max. Sag ich doch. Die letzten Wassereimerchen verkaufe ich jetzt einfach mal. Ist ja egal. Oh, ich habe gerade dir zugeguckt und ich bin im Dungeon Boss. Keine gute Idee. Oh was, der tut mir überhaupt nichts. Oh, der ist Level 20, der tut mir schon ein bisschen weh. Was jetzt? Jetzt muss ich entscheiden. Jetzt ist der ist Level 20. Tut er dir jetzt weh oder nicht? So. Ich nehme mal das hier. Und mach paar neue Schilder. Die waren hier. Mal so 10. Dann habe ich einfach mal Schilder. So, in der Zeit schauen wir mal kurz. Ich weiß nicht, ich gehe mal hier Miners Quick World. Gehen wir auch mal da drauf. Und der ist voll im Arsch, Alter. Was, der tut überhaupt nicht weh, Alter. Der Drachen gestern war schwerer.
Voll cooles Zeug. Also, Living ist auch nicht schlecht. Basic Living ist nicht schlecht. Also an sich, ich glaube, da können wir unsere Skills, da können wir noch viel, viel Zeit mit verbringen. So wie ich jetzt so ein bisschen durchgeschaut hat, hat irgendwie alles seine Daseinsberechtigung. Weißt du? Ich habe jetzt nichts von denen gesehen, was irgendwie keine Daseinsberechtigung hat. Jetzt schaue ich noch, ob wir ein paar Stahlkisten noch hinbekommen. Gleich mit. So, Boah, wenn ich auf der Welt gebaut hätte, da hätte ich alles. Da hätte ich Stein, da hätte ich Metall. Ja, eigentlich ist es, habe ich es mir auch so überlegt, die zweite Kupfer. Welt wäre vielleicht zum Bauen sinnvoller gewesen. Aber jetzt baue ich hier nicht nochmal alles weg. Also der Zug ist abgefahren, das mache ich nicht mehr. Nö, lass doch die stehen und baue halt so kleine Posten. Mache ich doch auch. Ja, weil man halt auf der zweiten Welt dann nicht so oft Sinn und, weißt du? So, hier wollte ich ein Schild haben. Und zwar ein Schild. Ja, genau. Ein Wolf, ein Werwolf und ein Skelett. Platzierbare. Warte mal, habe ich platzierbar richtig geschrieben? Zack. Ich verschreibe mich nämlich gern. So. Objekte. So, das TZ habe ich nicht meine Probleme oft ein bisschen, ey, ohne Mist. Ja, aber das hat jeder. Nicht nur du. Weil jetzt muss ich ja aufpassen. Entweder du schreibst mit ST, mit SS oder mit Dreierles S oder mit scharfem S oder mit Fick dich S und. Nee, SS ist. SS. Die SS ist böse. Das habe ich gelernt. so. Ja, das ist an sich. So, hier ist jetzt eigentlich nur mal Stroh drin. Stroh. Warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Passt halt momentan zur Corona-Zeit momentan wunderbar, oder? Keiner sagt diesen Spruch. Hä? Keiner sagt diesen Spruch, warum haben sie eine Maske auf? Ja, aber es würde. Zur Corona-Zeit passt halt wirklich. Warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Das passt aber halt einfach. Ja, ja, klar, aber es sagt keiner. Ja, ist schon aufgefallen. Na, doch, keiner ich. Sagt, warum liegt hier Stroh rum? Aber ja, es sagt irgendwie keiner. Warum hast du verbranntes Essen gemacht? Wie verbranntes Essen? Ja, ja. Die musst du auch erlernen. So. Jetzt hätte ich oben das Lager mal so einigermaßen eingeräumt und aufgeräumt, oder? Weil alles, was hier noch drin ist, ist wirklich Nahrungszeug und alles, was ich nicht weiß, was ich noch sonst jetzt irgendwie wegen raufpacken soll, ha? Okay, der Level 10er Bär ist ja mal heftig. Stein fehlt noch. Ja, dann tot. Stein fehlt noch. Du bist tot? Nein. Okay. Bär. Ach nee, schon wieder, das ist doch eine blöde. Mach ich Stein und Sand zusammen, weil ich glaube, so viel Stein werden wir nicht haben mit dem, was wir hier bauen. Das meiste Zeug könnte ich jetzt eigentlich schon wieder in die Küche. Was bist du für eine Schlampe? Du musst wirklich alles wohl einmal craften, oder was? Nee, du musst alles so in dein Pre-Book musst du alles reinmachen. Da ist auch verbranntes Essen dabei. Ah, okay. Da musst du 1000 davon machen.
1000 verbrannte Essen, 1000 mal Fleisch im Arsch. Cool. Wenn oh hey, wenn ich hab, ich kann die Glocke equippen. Hab ich. Ja, dann bleibt die Aggro auf dir. Ja, kannst du einen Drachen ärgern. Klingelingi, klingelingi. Ja. Ganz ehrlich, wenn du vor mir stehen würdest als Mensch, als Homunculus und mit so einer scheiß Klingel machst, würde ich dich auch abfackeln. Ja, ja, ja. Ich wollte Stahlkisten noch ein paar machen. Ich mache vielleicht nicht 7, ich mache nochmal 6. 6 Stahlkisten, wunderbar. Und dann gehe ich, würde ich sagen, als nächstes einmal in die. Haben wir noch irgendwo Platz gerade? Ich hätte nicht noch Seeds. Ich glaub's aber halt nicht mehr. Hab hier unten nämlich ordentlich aufgeräumt. Ja, die Stahlkisten sind alle leer und oben hin platziert und auch nach einer Ordnung. Aber hier unten sind immer noch deswegen sehr viele Kisten, aber nur noch die kleinen. Gut, ich habe die Insel einmal umrundet. Ich war in 3 Dungeons. Wobei, vielleicht packe ich hier unten dann trotzdem nochmal eine Stahlkiste mit hin. Ausbeute beschissen. Damit ich das was... So. Also wie die Samen hier, die packe ich mal da rein. Dafür habe ich ja noch überhaupt keine Verwendung. Pilze packe ich mal rein, das packe ich mal hier rein, das packe ich mal alles hier rein. Battery low. Also gut, meine Freundin kommt irgendwie nicht nach Hause. Jedes Mal sagt sie, ich soll kochen und dann kommt sie heim und heute kommt sie irgendwie nicht nach Hause. Dann koche ich auch einfach nicht. Naja. Die denkt sich, der hat jetzt ein Spiel gefunden, wo er wieder drin ist. Der hat eh die Zeit vergessen. Nö, ich denke schon die ganze Zeit, soll ich kochen, soll ich nicht kochen. Aber meine Freundin ist so schlau. Was? Dann muss ich es nicht kochen. Leo, ist gut jetzt. Nein. So. Ich habe nicht noch ein bisschen Stroh. Ich habe auch noch ein paar Erze. Ich schau mal, dass ich das... Ich versuche zumindest jetzt noch ziemlich aufgeräumt hinzubekommen. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Dass es jetzt noch aufgeräumt ist, das Lager. Weil das ist ja... Es hat ja gerade erst angefangen. Ich gebe mein Bestes. Ja, sieht aber schon mal gut aus. Denke ich auch. Aber ich mache jetzt mein Inventar wieder leer. Und würde jetzt dann einfach mal in den Dungeon gehen und sowas. Ja, mach doch. Keiner zwingt dich da die ganze Zeit aufzuräumen. Nee, nee, das nicht, sondern weil alles, was jetzt unten liegt, finde ich, gehört in die Küche. That's what she said. Wieso? Wir haben doch gar keine Frau da. Aber alles, was unten liegt, gehört in die Küche. Da zufällig eine Freundin für mich? Bin immer noch Single. Nee. Scheiße. Ich habe keine Freundin, die ich dir abstellen könnte und sagen, hier. Hier, nimm. Hab ich leider nicht. Die ist doof, die macht die ist doof genug, um was mit dir anzufangen. Nee, so ein Arsch bin ich nicht, dass ich dir so eine gebe. Warte mal, ich komme gleich wieder. Ja, siehst du, und alles andere hat Verstand und läuft weg. So, Krallen und Hörner hier. Gut. Ein paar Lämpchen innen müssten wir halt noch aufhängen, aber das ist so um Deko-Zeug, das wäre alles so ein bisschen zweitrangig gerade. So, jetzt hätte ich aber gern nochmal, dass wir irgend... Ja, der Depp. Mal schauen, ob wir irgendwo noch... Hier ist noch Mais. Weizen.
dass ich das Weizen nochmal ein bisschen einsammle und das Mehl dazu. Und da draußen nochmal ein bisschen Bioethanol mache, weil wir ja eh noch Ding brauchen. So, wieder da. Nee, so gemein bist du nicht, aber alles andere würde schreien weglaufen, wenn es mich sieht. Ich hätte ein Problem, ich meine. Siehst du? Aber warte mal, hier ist noch Sand, sehe ich gerade. Das nehme ich mit. Ja, irgendwas werde ich eh noch finden, glaube ich. Was ist denn das? Ach, Reis. Kartoffeln habe ich auch noch nicht rausgefunden, was wir machen können. Aber man kann ja auf dem Crafting-Wiki schauen. Haben wir ja vorhin auch rausgefunden. Doch, natürlich kannst du auf Kartoffeln ganz Suppe machen. Ja, was will ich mit der Suppe? Bratkartoffeln. Bratkartoffeln? Oh, Bratkartoffeln ist geil. Es sind geil. Bratkartoffeln mit Brathering auch. So. Tschupp. Dann machen wir mal hier, dann soll derweil arbeiten und hier hinten derweil arbeiten. Ich hätte auch noch eine Kuh im Inventar. Das klingt irgendwie so falsch. Aber ich habe noch eine Kuh im Inventar. So, machen wir mal. Ich habe sie vorausgelegt. So, ich mache jetzt erstmal die zwei Dungeons hier. Dann laufe ich in die anderen Dungeons. Mache ich jetzt ein bisschen Dungeon-Tour. Action. Dungeon Action. Ja. Ich sammle dann wieder Pilze ein. Pilze. Ich lasse die gerade hier stehen. Ich bin an meiner Base, deswegen juckt mich das nicht. Ja. Dungeon of the Island. Dann Red Herb. So. Das Red Herb. Ich nehme aber alles, ich nehme aber auch, wenn das hier eh respawned ist, hau ich auch alles kaputt. Mach doch. Und nimm's mit, weil Salz und Pfeffer brauchen wir auch eigentlich mega viel. Ja. Die blauen Dinger lasse ich in Ruhe, weil die respawnen eh ständig und nerven nur. So. Das ist halt ein absolutes Spiel zum Grinden und sowas. Was ich eigentlich echt hasse. So. Chup. Was ist Grinden oder dass es so ein Spiel ist? Grinden. Warum hast du Grinden? Ich hasse Grinden. There's too many enemies. Also du musst die wirklich kaputt haben, aber es sind ja Gegner, die respawnen. Ich weiß nicht, wo ich Aluminium, wo ich Platinium herkriege, Alter. So. Kann ich jetzt weiter? Too many animals, enemies. Ah. Oh. Die respawnen doch die ganze Zeit, die blauen Viecherchen. Die kriegst du doch gar nicht weg. Hab ich doch gar nicht gesagt. Nee, nicht hier. Ich rede gerade, weil der mich lässt mich die Tür nicht aufmachen, weil hier zu viele Gegner sind. Aber die respawnen halt. Ah, du musst sie so eine gewisse Zeit lang wegmachen. Auch wenn sie respawnen, die Tür geht dann von alleine auf. Ich wollte es dann jetzt einfach stehen lassen. So. Zack. Zack. So. Ich hab gefrorenes Kupfer. Frozen Kupfer. So. Ey, hab ich viel Scheißdreck schon geguckt. Tschupp. Da ist Goldbar. Da ist Kupferbar. Timbarren. Barren habe ich jetzt außer Silber, Goldbarren einen. Durch. Zack. Wie viel Samen ich hier rausbekommen? Schon wieder. Ja, cool. Müll.
Wenn es Crap ist, dann tust du doch in deinem P-Book, in deinem... Ja, aber das will ich dann machen, wenn das Inventar mal voll ist, weil ich wegen jedem Ding dann... Ja, nee, so Müll. Hui! Ich habe so ein schlechtes... Bei Early Access Spiele, wenn die mal ruckeln, habe ich immer so ein schlechtes Gefühl, dass es gleich vorbei ist. Ja. Du auch, oder? Ja, immer. Dass es gleich vorbei ist und dann stehst du da und denkst... Es ist zum Glück, es ist nur Autosave. So, ab zum Boss. Da. Jump. Die Kiste ist nein. Voll. Ah, da haben wir noch was zum Lernen. Das können wir auch mal rausnehmen. Obala. Da habe ich drei Stück. Die können wir auch schon rausschmeißen. So, das darf ich auf keinen Fall. Okay, das war dumm. Das haben wir auch nochmal. Das auch nicht. Das ist Gold. Das ist Gold. Ah, komm schon. Beweg dich doch nicht die ganze Zeit hier rum. Baba, Knochenkeule. Langschwert. So. Und drauf auf den Kristall und da ist er weg. Noch einer? Nö, war's. Okay. Manchmal sind zwei, manchmal kommt nur einer. Das ja. Okay. Ich wünschte, es wären immer zwei. Die ja. Voll wegballern. Von mir aus können sie mich auch gleichzeitig angreifen, ist mir Wurst. Ja, wobei, wenn sie dich gleichzeitig machen, könnte es sein, dass sie echt eine gemeine Kombo gegen dich erwischen. Ach, was? Stopp. Der Drache hat ja auch keine Kombo. Ja gut, den Drachen, nachdem wir mal das Angriffsmuster raus hatten, wie er so ein bisschen angreift, hat sich's erledigt gehabt, ja. Tschupp. Tschupp. Wie das Schwert halt einfach ausschaut, wenn es da liegt. Das schaut einfach riesig aus. So. Das haben wir. Das Dungeon. Dann ab ins nächste, da kommt ein Bär angelaufen. Da kam ein Bär angelaufen. So, habe ich Platz im Inventar noch? Wird schon schwierig. Also rüber mit uns. Da. So. Picture Book. Das hier Magic Propulsion, das hier ist. So. Chup. Alter, wie viel Holzstöcke ich schon hab wieder. Hier von den Gladios zum Beispiel braucht man nur 10. Das geht auch ruckzuck eigentlich. Dann hat man's. Weißt du, von welchen Gladios? Von Gladios. Waffe heißt so. Okay. Warte mal. Ich würde gern noch hier mal die 25 Eimer. Ich habe keine Ahnung, wo ich 25 Eimer her habe, aber ich würde gern die 25 Eimer mal loswerden. Und die Glocke. So. Dass ich mal ein bisschen mein Inventar aufgeräumt bekomme, zumindest. Das wäre voll toll und so. So. Wo habe ich denn das jetzt her? Ich habe eine Washing Machine bekommen. Okay. Ach, lach. Ich habe auch schon zwei Washing Machines. Boah, der war nice. Ich habe keine Ahnung, wo ich die herbekommen habe. So, nächstes Dungeon. Ich mach dann auf... Weiß ich nicht, auf irgendeiner Insel mache ich dann einfach auch mal die Dungeons durch. Ja, ist doch okay.
So. Okay, das ist auch cool. Also wenn der Schamane den Feuerzauber auf dich macht. Ja. Und du einen Pfeil in die Richtung schießt, anscheinend verschwindet der, weil ich glaube, ich hätte getroffen. Der war ein cooler Hit. Der war nice. Okay, der war doof. Zack. So. Schupp. Blaues Kistchen. Springt aus der Kiste. Guck mal, ich bin Feuer und Flamme. Mein Schwert ist schon wieder kaputt. Muss ich dann danach mal reparieren. Nee. Ha? Der Iggy war gerade da. Ja, Iggy war da. Hey, wir waren auch schon ewig nicht mehr auf dem TS, weißt du? Aber hey, unsere Channels gibt's immer noch. Ja gut, ich bin ja... Ich habe ja nichts angestellt, dass ich hier nicht mehr drauf komme, sondern ich komme ja einfach nicht mehr drauf, weil Discord einfach besser war. Ja. Ist. Aber jetzt ja, ist ja bei mir genauso. Discord im Moment nicht. Vor allem habe ich einen eigenen Discord-Channel, von dem einen eigenen Discord. Ist ja bei mir genauso. Ich bin ja auch nur da, weil ich halt Discord einfach, weiß ich nicht. Ich find's schöner. Ich nutze ja Discord auch im Normalfall, wenn ich jetzt zum Beispiel Fallout spiele. Gut, jetzt wo wir im TS sind, jetzt gerade halt nicht. Aber halt auch, dann kann ich das Spiel lauter machen. Wenn ich rede, wird das Spiel leise. Einfach die Funktion, die es hat. Nutze ich ja gern auch mit. Muss ich ja auch dazu sagen. So. Warum dreht denn der jetzt am Rad hier? Ich will wieder einen Skillpoint, Alter. Ich weiß nicht, wo ich den packen soll. Ah, ja, ich muss gleich. Ich müsste eigentlich mal 10 Animals capturen. Du kannst sogar Skill resetten, gell? Ja. Will ich aber tatsächlich nicht. Ich sagte, du kannst. Nicht, dass du es musst. Ja. Play Death. Tot spielen, ja. Aber ich glaube, da verliert der Gegner nur den Fokus. Oder verliert er nur den Fokus. Dann stehst du mit der Glocke da. Bim-bim. Ja. Hast die Glocke drin, spielst aber tot. Wieder ein Kupferbogen. So. Einmal zum Boss, bitte. Putz. Nein. Der ging vorbei. Der Zauber. Mich mal. Ich bin gar nicht da. Nein. Bin auch vorbei. Hey. Genau, mach den Angriff und dann... Leg dich wieder an mit einer Säule. Ich glaube. Au! Wieso bist du diesmal nicht zerbröselt? Eigentlich solltest du doch zerbröseln. Zack, nochmal zerbröseln ist halt so.
So. Schau mal, was da hinten ein bisschen gibt. Diesmal in den Kistchen. Federn. Ernsthaft. Ich habe Federn gefunden. In der Goldkiste. Sven, Federn. Haben wir ja selten welche. Ich fühle mich verarscht. Vor allem Werwolf-Federn. Federn. Mir wäre es neu, wenn Werwölfe Federn hätten. Ah, Platz habe ich noch im Inventar eigentlich en masse. Also würde ich mal sagen, ab ins nächste. Ab zur nächsten Welt und dann ab ins Dungeon. Hier fallen schon wieder Kühe vom Himmel. Ah. Ja, ich mach da mache ich jetzt was, weil da bei mir auch laufend Kühe rumrennen. Ich glaube, die spawnen da oben auf der Insel und dann fallen sie irgendwann runter und durchs Fließband halt einfach. Wobei, das geht ja die ganze Zeit im Kreis. Altar auf Teleportation. Ich nehme einfach hier. Was ist das? Level 8. Nee, Insel Level 1. Insel Level 2. Was braucht man denn dafür? Ist das Eisen oder Stahl? Ich weiß es nicht. Ist nicht immer so teuer eigentlich, die anderen Inseln noch aufzudecken, aber ich mache erstmal die hier. Travel! So. Ich weiß nicht, ob ich alleine in die Mine reingehe, ob sich das lohnt. Nee, ich war auch gerade in einer drin. Das ist der, stehst du da und denkst dir, fuck, jetzt du dabei. Hm. So, ich will gucken, ob dieser Riesentopf, den ich da bauen kann, ob ich da nicht die Kühe reinlocken kann, damit die alle da reinfallen. Der Kufernichtinator 9000. 3000. Ich sehe gerade hier hinten noch einen Pillar. Den hole ich mir erstmal. Ich überlege, ob ich mir das Moped baue. Habe ich mir gebaut. Und? Nichts. Ja, das Moped ist besser als das Auto. Kann man da ins Auto wenigstens Zeug reinladen? Laden? Nein. Schade. Aber ein Auto hat doch immer einen Kofferraum. Ja, ich habe das jetzt nicht genau beurteilen können. Ich habe es danach verkauft. Komm mal, Kuh, komm mal mit, komm, Kuh. Du hast nicht auf die Größe des Kofferraums geachtet. Zack, mein Pillar. Mein Pillermann. Ich gehe jetzt mal da oben auf das eine da. Wo steht Beginner? Denke ich, glaube ich, ist das. Wenn nicht, ist es ein normales Dungeon. Ich weiß es nicht, ich mach das jetzt einfach mal. Du musst da hochlaufen, verpiss dich. Da. Alle den Vernichtinator, nein. Okay. Gut. Okay. Gut. Fällt halt ein Vogel rein. Ah ja, okay. Escaping Trail, the Beginner. Da war ich schon. Level 10, Fan. Order of escape. If you able to escape, Creel the good shall approve you. Why is happening to me? My god! Weiß es nicht. Alter, der Level 10 Fan hält vielleicht was aus. Bleib stehen! Und auch ein Ei verloren. Was ist das? Der Kufernichtinator ist fertig. Sven? Ja. Was muss ich da machen? Ach du Scheiße. Dreh dich mal um. Ich muss darauf. Dreh dich um. Hinter dem Portal ist eine Tür, eine Wand, die kannst du kaputt schlagen.
Okay, aber. Ah, okay, aber da muss man. Da guck mal, da oben geht's auch wohin. Oder ist es der Rückweg? Ja, aber kommst du hier? Weiß ich nicht, ich würde es probieren. Der Kuffer nicht in Auto funktioniert. Tschüss, Kuh. Have a nice day. Plupp. Warte mal, ich hab ne Idee. Ich kann hier nicht stehen bleiben, ne. Nein. Okay. Schade, ich hab gedacht, vielleicht kann ich da stehen bleiben. Oh, ich brauch meine Zeit. Ja gut, da ist nur eine Goldkiste, aber man muss da schon rauf. Nur die Frage ist halt wie. Gibt's hier irgendwo einen kleinen Vorsprung, wo man stehen kann? Nee. Ja, man muss da rauf. Ich glitsch gerade in der Wand, ich seh's. Da geht's weiter. Das Problem ist, du kriegst keine Ausdauer. Oder regenerierst keine Ausdauer, wenn du irgendwo hängst. Aber du hast auch nirgendwo einen Vorsprung, wo du dich abstellen kannst kurz. Also muss deine Ausdauer bis da oben hin reichen. Aber die Beginner irritiert mich gerade. Also gibt's hier irgendwie einen Trick? Dass du hier irgendwo stehen kannst? Hm. Okay, keine Ahnung. Also geht's hier nicht weiter. Für mich erstmal. So, wo ist das nächste Dungeon? Da drüben. Och, ich krieg die Krise. Zack. Da drüben unten ist das nächste Dungeon. Frage ist nur, ist es ein normales oder nicht? Oh, sag mal, jetzt packt da die Kuh rein oder was, der Salose. Entweder du gehst aus meinem Beet raus, du blödes Hühnchen auch, oder ihr geht in den Kulinator. In den Cooking Machinator. Was haben wir da jetzt drin? Milch haben wir drin. Ein verbranntes. Oh, ein verbranntes Essen. Wie gut ist das denn? So, da das hier jetzt geht ist. Escaping Trail, The Beginner, ich schau mal da rein. Level 12, hebt Ding, okay. Sonst nehme ich wirklich erstmal nur die Goldtruhe mit. Jetzt guck ich mal. Ein Rapier gekriegt. Läuft die weiter? Nee. Die läuft nur um die Tür rum. Da muss man auch irgendwie hier rauf. Okay. Wo ist sie hin? Wo ist die hin? Keine Ahnung.
Okay, das ist auch so eins. Dann gucke ich mir mal das da vorne noch an. Ich glaube, es war eine Mine. Ich glaube, das war eine Mine. Übrigens kann ich hier mal, mal hier bitte ein bisschen die Sensitivität hochstellen. Ja, danke. So. Da links. Ja, das ist eine Mine. Jo, die macht halt gar keinen Sinn für mich gerade. Dann ist das da oben auch eine Mine. Schade. Minen machen mir geben mir keinen Sinn momentan. Das sollte mal schon zu zweit sein dann. Sonst macht es halt gar keinen Sinn, wenn du da reingehst. Da läufst ja laufen wir ja dreimal rein, bevor wir hier irgendwas Sinnvolles rausbekommen. Nehme ich den World Pillar nochmal mit. Bin ich da, okay. Ah, die roten Dinger auf der Karte sind Goblinhäuser. Headshot. So, dann laufe ich da vorne, das ist der World Pillar. Laufen wir da mal hin. Dann haben wir noch einen. Da steht er. Gang weg, blöde Kuh. Wieso laufen die nicht in den scheiß NATO? Nein. Ah, du bist... Okay. Weiß nicht, warum habe ich gerade zweimal ziemlich echt gut was getroffen im Bogen. Dreimal. Okay. Okay, ich sag nichts mehr. Chup, chup, chup. Meiner. So, bin weg. Das interessiert mich nämlich nicht. So, wo ist der nächste Pillar? Wieder? Wo ist er denn? Ach, da unten? Ah, ja gut, da muss ich dann sowieso hin, aber da will ich nochmal kurz erkunden, was in die Richtung so ein bisschen ist. Da waren wir ja noch nicht. Gold, okay. Aua. Keine Ausdauer mehr. Warum habe ich da eine Markierung? Ach, da habe ich die Markierung. So, gucken wir mal hier hin. Was gibt's hier noch ein bisschen? Gegner, Titanium. Oh. Eine größere gegnerische Base. Und über uns ist dann der Ding, genau. Hallo, Gegner! Hallo, sammeln ein. Blaues Kistchen. Dann machen wir mal auf. Was ist drin? Rot. Hey, ich habe rotes Red Jelly Bean gekriegt. Okay. Digga, ich hab ne Maschine gebaut, die Kühe tötet. Wie stolz! Da kommst du nicht ran, Alter.
Was ist denn das für ein Haus da? Ach so, das wird so ein Haus sein. Okay, ich laufe jetzt einfach mal zurück zum Startpunkt an unseren zwei Minen vorbei. Passt das? Ja, so halbwegs. So. Hier sieht man, hier habe ich mich schon ausgetobt. Also gibt es hier tatsächlich nichts für mich von Interesse, was ich gerade machen kann. Okay, also einmal back to the Bohrer. Nehmen den vierten Pillar noch mit. Und dann schaue ich mal, vielleicht kann ich sogar die Pyramide eins weiterbauen, was geil wäre. Chup. Hui. 150 Kupferbarren. Jetzt nicht so viel. Ich hab doch irgendwo Bioethanol gehabt. Hä, hey, wieso sind hier nur 6 Steine drin? Ich weiß es nicht. Schaf. Ach. Okay, ich krieg wieder meinen Rappel. Das Ding hat sich gedreht. Und steht wieder in eine andere Richtung. Hat sich einfach wieder gedreht, die Sau. Und stand in eine andere Richtung. Deswegen hat er es wieder sonst wohin geschmissen, statt in die Kiste. Das ist kacke. Noch da vorne ist der Heritage. Dann nehme ich den doch gleich mit. Nehme ich den doch gleich wieder mit. Haben wir noch, ich glaube, einen haben wir eh auf Lager, dann hätten wir 6 Stück. So, dann muss ich. Wir haben halt trotzdem dann. Es ändert ja nichts, dass wir keinen Platz für die Pyramide haben. Vielleicht bauen wir die Pyramide einfach ganz oben und zum Schluss drauf. Wenn man sie abreißen kann. Ich hoffe, dass man sie noch irgendwie transportieren kann. Ansonsten haben wir eine Pyramide, die immer im Weg ist. Warum habe ich kein Schild ausgerüstet? Ja, weil das bestimmt wieder irgendwo sonst wo hat. So. Ich finde es aber auch cool, dass nachts so Werwölfe und alles so ein bisschen unterwegs sind. Ich finde es nervig, dass bei mir die ganze, in der ganzen Base Kühe stehen. Ja. Wo ist schon wieder mein. Wo ist schon wieder mein. Jetzt. Dein Mist? Ja, das Ernteabviech da. Mein Ernteabviech da ist eigentlich ganz brav. Das einzige, was nicht bei mir nicht brav ist, sind die Excavator. Die sind bei mir dafür brav. Die drehen sich einfach weg von den Fließbändern. Und das nervt mich massivst. So, jetzt gehen wir einmal nach Hause und dann gehen wir auf die andere Insel. Weil da haben wir auch ein bisschen was und gucken noch. Noch ein, zwei Dungeons.
ich aber überhaupt keinen Bock zu hab, ist, ich habe mich jetzt gefreut, dass wir voll viel Stein haben. Und was haben wir nicht? Stein? Stein haben wir nicht bekommen. Habe ich nicht hier irgendwo eine Stahlkiste platziert? Hier. Ich habe nicht auch wieder viele Samen bekommen. Schade, dass das Rapier schwächer ist. Weil von den Stats wäre es geil, was es hat. Attack Speed und Damage und alles. Das wäre geil. Schade, dass es schwächer ist. Weil es nur aus, ich glaube, Metall ist. Machete. Oh, immer wenn ich Machete höre, muss ich immer an den Film denken. Machete kills. Ja, weißt du, wie die Fortsetzung heißt? Nee. Machete kills again. Den Film gibt es wirklich. Der heißt auch wirklich so. Ja, ja. Ich kenne irgendwas mit Machete. Ist irgendwas im Kopf bei mir, ja. Der zweite Teil heißt Machete kills. Nee, der erste Teil heißt Machete, der zweite Teil heißt Machete Kills und der dritte Teil heißt Machete Kills Again. So war's. Komm gleich wieder, ich hol mir was Süßes. Ja. Oh, das wäre auch eine Idee. Ja, aber gut, ich snack eh schon die ganze Zeit Bueno nebenbei rein. Also nicht jetzt momentan, aber sonst. Gut, ich pack jetzt mal hier. Ich hab ja schon wieder Krallen und sowas. Krallen und Hörner, Krallen hier. Wieder was weiß ich, wie viel Krallen bekommen. Und Hörner habe ich hier. Knopf. Habe ich Fell? Natürlich habe ich Fell. So. Knochen habe ich natürlich auch. Sollt. Federn? Ich sollte Holz holen. Ich würde ja gern Stein holen, aber. Alter, ich gucke in den Schrank rein, Alter. Dann sind da Kamel-Toffees drin, Alter. Ich liebe Karamelltopfen. Mir fehlt jetzt Stein. Ich bin voll angefressen, dass der sich gedreht hat. Gerade der Stein. Das Steinding hat sich gedreht. Weil es fehlt immer viel bei der Pyramide. Und die Heritage habe ich dafür gerade, nur den Stein dafür nicht. Deswegen bin ich gerade angefressen. Deswegen. Ich habe halt genau noch 40 Steine. Das nervt mich. Ich gehe trotzdem nochmal darüber in die andere Welt und hole halt einfach selber Steine jetzt halt gerade mal. Renne ich da mal hin und hole mal selber ein bisschen Stein von dem unendlichen Ding. Eh gleich Pause. Oder ich mache eh gleich Pause. Mhm. Und ich müsste aber, was mir gerade so einfällt, ich müsste meine Arbeitssachen mal herrichten noch für morgen. Würde ich gleich mal eine Pause mitmachen. Mhm. Also nicht nur einen Kaffee, sondern auch mir die Arbeitssachen herrichten. Essen. Ist der wieder gedreht? Es ist aber auch immer nur der eine Steinding, der immer gedreht ist, gell? Jetzt ist er nicht gedreht. So, kloppe ich einfach selber ein bisschen Stein mit.
Gerade der, den wir eigentlich brauchen, der ist immer gedreht. Da. Bisschen auf den Stein rumkloppen. Ich hätte auch noch was zum Naschen da. Eisbär. Eisbär? Jetzt toter Eisbär. Achso, du stimmt, du hast ja so eine Eislandschaft bei dir. Die hab ich ja nicht. Also können wir eine Stufe jetzt auf jeden Fall noch machen. Dann können wir Eis. Alter, ich krieg einfach instant Eis raus. Aus dem Eisbär? Nee, aus dem Eiskristallen. Achso. Zack, mal kurz reparieren. Ich kann mir die Rüstung machen, die du wolltest. Cool. Oder das Schwert. Das Schwert, ja. Ja gut, ich habe hier noch keine Eislandschaft. Dann kauf doch einfach mal eine neue. Ja, ja, glaube ich, werde ich auch dann mal machen. Aber ich wollte jetzt erstmal die Pyramide noch eins weiterbauen. Dann verbiesel ich mich wieder. Rüber. Häng mich erstmal an ein Schaf ran. Alter, fick dich. Da. Ein Hoverboard soll ich machen, ein Motorcycle und ein Helikopter soll ich craften. Und 10 Tierchen mir holen. Zack. So, jetzt mache ich erstmal die nächste Stufe auf die Pyramide drauf. Ob man die abreißen kann oder ob man die dann nochmal bauen muss. Keine Ahnung. Ja, darum weiß ich auch nicht. Nicht so Lust, die nochmal zu bauen. War schon ein bisschen Aufwand. Aber ich habe den Verdacht, dass man sie nochmal bauen muss. Aber dann bauen wir sie nicht nochmal. Oder ob man die überhaupt bewegen kann. Wenn man die nicht bewegen kann, haben wir ein Problem. Sie ist fertig. Und jetzt? Aber eine Pyramide. Die 24.000 wert ist. Wenn ich die jetzt wieder hier hinbaue, wird sie komplett gebaut. Okay. Okay, wir haben eine Pyramide. Ah, ich hab Platinium. Oder Platin. Eigentlich heißt es ja Platin. Und da steht Platinium. Pyramide plus 3. Okay. Cool. Meine Begeisterung ist spürbar. Die hat halt irgendwie gar nichts. Au, ich brenne! Schon wieder. So, wir machen aber jetzt eine kurze Pause.